Ja, Leute, herzlich willkommen. Ja, wir machen eine Reise der Natur. Ja, Leute, wir spielen was ein bisschen anderes in der Welt der Natur. Eine Reise der Zukunft oder, ja, oder so wie gesagt, es war eine Geschichte. So, okay, jetzt genug gelabert. Wir gucken jetzt erstmal hier. So, Einstellung. Mal kurz gucken hier. Das war früher noch, wie gesagt, die Xbox One gewesen. So. Aber irgendwie, warte mal, ist zentral. Ah, so ist das, okay. Das fortsetzen, okay. Nur für euch machen wir es natürlich nochmal neu hier. Aber das habe ich hier schon voll hier. Also fehlt nur das, okay. Also 4 insgesamt. Okay, machen wir neu. Okay. Nee, gut. So, machen wir das hier. Ja. So, wir fangen an. Let's go. Viel Spaß. Jetzt geht's los. Yeah.
jeden Fall die gebannt. LB gedrückt und benutze den Spaßsteuerung, die irgendwas zu viel. Okay. So. Bonus. Gesundheit. So, gedrückt. Feuer!
meinen Befehl! Das tut schon weh. Okay. So, Fähigkeiten. Gesundheit. Das muss man noch aufladen. Zum ersten Ritter. Gut. Wer ist hier? Helft mir! Ich befehle es euch! Mein Kaiser, die Palastverteidigung ist durchbrochen. Ich sorge mich nicht wegen der Barbaren, sondern wegen ihm! Ihr müsst an einen sicheren Ort. Sicher? Wir sind nirgends sicher. Wir bringen euch in Sicherheit. Zu euren Gemächern? Meine Gemächer? Nein, nein! Die Gruft! Hier lang! Los jetzt! Warum ist die Tür verschlossen? Da ist jemand drin! Ja, komm, 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 komm. Jetzt brennst du, Räume! Schick ihn in den Tod!
Na komm. Komm, zeig, was du kannst. Oh, fuck. Das war nicht gut. Hier, schnell! Komm schon! Komm schon! Schnell! Damocles ist von den Toten auferstanden, wahrhaftig! Damocles. Damocles ist ein Mythos. Männer töten Männer, mein Kaiser. Die Götter führen uns. Sie mischen sich aber nicht in unsere Angelegenheiten ein. Ach, und welches Orakel hat dir das gesagt, General? Mein Vater. Wir sind in Sicherheit. Ich glaube, wir sind hier sicher. Welcher Familie? Wie ist dein Name, Soldat? Marius. Doch mein Name ist nicht wichtig. Meine Geschichte jedoch. Schon. Mein Vater lehrte mich, dass die Götter unser Schicksal bestimmen. Jedoch wir allein unseren Weg wählen. Eure Bestimmung war es, Kaiser zu sein. Meine. Soldat. Die Ehre meines Vaters führte ihn auf einen Weg, der den Menschen diente. Doch was führte uns auf unsere Wege? Was machte uns zu den Männern, die wir sind? Meine Geschichte beginnt vor gut 10 Jahren. Vater! Marius? Es tut gut, dich zu sehen. Wie sehe ich aus? Wie ein echter römischer Soldat? Du siehst gut aus, mein Sohn. Willkommen daheim. Willkommen daheim. Wohin wirst du versetzt? Alexandria. Ah, Alexandria. Eine ruhige Provinz. Mutter wird erfreut sein. Ich bin nicht in der Armee, um in der Sonne zu liegen. Ich will kämpfen, so wie du, für das Reich. Alles zu seiner Zeit, Sohn. Alles zu seiner Zeit. Denk daran. Nicht alle deine Feinde lauern auf dem Schlachtfeld. Warte. Marius. Lass dich ansehen. So stattlich. Mutter, bitte. Deine Schwester will dich unbedingt sehen. Er wird sie noch früh genug sehen. Fürs Erste würde ich gern allein mit ihm sprechen. Na schön. Dann gehe ich deine Schwester suchen. Bedrückt dich etwas, Vater? Wir reden später darüber. Aber jetzt, zeig, was du gelernt hast. Mach dich bereit. Durchbrich meine Verteidigung. Okay. Nochmal. Denk daran, durchbrich meine Verteidigung, um mich zu treffen. Noch einmal. Genau so. Gut gemacht, so. Jetzt nochmal, aber triff mich diesmal. Dreimal.
durchbricht meine Verteidigung. Abgeblockt. Versuch's erneut. Du musst meine Verteidigung, bevor du mich treffen kannst. Versuch's nochmal. Boah, Alter, denn. Einmal noch. Nein, nein, nein. Durchbricht meine Verteidigung. Nochmal. Exzellent gefochten. Mach dich bereit. Na komm. Du hast nur ein kurzes Zeitfenster für das Manöver. Konzentrier dich, Varius. Alles eine Frage der Zeit. Noch einmal. Warte auf den richtigen Moment. Versuch's nochmal. Alter, leck mir am Arsch, komm. So nicht, du musst deine Hiebe zeitlich abpassen. Nochmal. So, einmal. Eins, zwei. Drei. Nein, so wird es nicht. Los, durchbrich meine Verteidigung. Du kannst das. Alter, leck mich am Arsch. Auf ein neues. Mach dich bereit. Boah. Hallo, schöner. Was will ich Scheiße machen? Ja, das war sowieso stärker als er. Mach dich bereit. Boah, Alter, der nervt ja. Ey, Mann, Scheiße. Wie man das machen soll, ist doch. Kennt doch jeder. Scheiße, nicht überspringen oder so? Nee. Irgendwie nicht. Mach dich bereit. Oh, Alter. Hallo. Führe noch ganz perfekt. Raus. Abwehr. Ja, los. Alter, ich drück schon hier. Nochmal. Nochmal. Nochmal.
kaum noch. Das reicht doch leider. Boah, geht der mir auf den Sack, ey. Mach dich bereit. Ja, ich mach mich bereit. Da kann leider mehr stehen, der OP hier. Na komm. Alter, lass mich doch wieder. Na komm. Mach dich bereit. Ja, mach. Hier bin ich, Ufi. Komm. Ufi. Alter, Abwehr, ja. Mach doch. Genau. Komm, wie? Jetzt verknüpfe deine Manöver. Kombinationsangriff. Mal geht doch. Mir eine an. Komm mal, okay. Los, komm. Ja! Komm schon. Rhythmus, Marius. Rhythmus. Warte auf den richtigen Moment und schlage zu. Kombiniere deine Manöver. Das richtige Manöver zur richtigen Zeit. Ja, komm. Ufi. Na los! So, drücke, um den neuen zu versuchen, drücke zum Überspringen. Nee. Genau so. Meisterhaft. Gott. Ein trauriger, Scheiße. Aber stolzer Tag. Der, an dem der Sohn seinen Vater besiegt. Du hast zwar das Schwert gemeistert, aber habe es nicht eilig, es auch zu ziehen. Komm immer zuerst mit offenen Händen. Komm mit, Sohn. Ich hörte, in Rom herrsche große Unzufriedenheit. Ja, wir leben in gefährlichen Zeiten. Diese Wahl könnte alles verändern. Ich gebe dir das, wie dein Großvater es mir einst gab. Wenn der Tag kommt, deine eigenen Männer zu befehligen, denk an das, was ich dir gleich erzähle. Der Legende nach war Damokles ein großer Krieger. Ein gefeierter Heerführer einer großen Armee.
Als der gefallene Damokles in der Unterwelt ankam, war Nemesis, die Rachegöttin, darüber erzürnt, wie der tapfere Held behandelt wurde. Sie erlaubte es, Damokles in die Welt zurückzukehren als rachsüchtiger Geist. Ein gespenstischer Centurio in schwarzer Rüstung. Um jeden der Generäle, die ihm Unrecht getan hatten, zu töten. Bis heute tragen viele Kommandanten eine Dolchscheide mit dem Bildnis Damokles bei sich. Dieser Dolch erinnert sie daran, stets auf ihre Männer aufzupassen. Sonst erwacht der schwarze Centurio von den Toten und bestraft sie für ihren Egoismus. Septima! Und Cut. So, Leute, das wird natürlich weitergehen ab morgen hier. So, das war Rise of Rome, Folge 1. Und ja, morgen geht's natürlich weiter. So, Leute, jetzt kommt gleich das ganz große Finale. Aber jetzt hier, jetzt geht's weiter über YouTube hier. So, Leute, dann sehen wir uns gleich da. Und hier auf Twitch wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Sonst sieht ihr mich jetzt gleich über YouTube mit verschiedenen neuen Spielen. So, haut rein, bis morgen. Bis dann. Ciao.